Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil FIFA 17 Trainerkarriere mit Bosch. Wer es letztes Mal mitbekommen hat, ist leider mein Livestream abgebrochen. Kurz vor dem Champions League Spiel. Wir haben dort gegen City, ich habe es abgebrochen, 3-0 verloren. Heißt, wir stehen jetzt mit 3 Punkten. Da, durch den Sieg durch AC Mailand, gegen AC Mailand. Das nächste Spiel bestreiten wir gegen Bayern 04 Leverkusen und danach den Hertha BSC. Und anschließend werden wir noch gegen Paris Saint-Germain spielen. Und das wäre es dann auch schon für diese Folge. In der nächsten Folge dann das Derby. Also seid da auf jeden Fall mit dabei. Ja, wir machen wie immer. Wir spielen die Spiele, die anfallen, beziehungsweise wir machen die ganzen Arbeiten, die in der Trainerkarriere auf uns fallen, die wir bearbeiten müssen. Ja, zieht's euch an. Wir spielen jetzt als erstes, wie gesagt, gegen Bayern 04 Leverkusen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. So. Heute endlich am Abend das lang ersehnte Spiel Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo in Altach bei mir gleich in der Nähe, wo ich selbstverständlich mit Dennis hingehen werde. Ich habe es im letzten Video erwähnt, eventuell, wenn sich die Zeit findet, wird ein Vlog kommen, aber das schauen wir dann noch. Deine Einschätzung zu Borussia Dortmund, Buschi? Sie kommen nicht so richtig ins Rollen in dieser Saison. Bisher spielen sie doch zumeist unter den Erwartungen und so wird es dann schwer, wenn es am Ende des Jahres in den Champions Cup gehen soll. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten, klassisches 4-4-2 würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Reus. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Souverän, er hat den Ball. Brandt. Weg ist der Ball. Da ist er drin, ein tolles Tor. Sehr, sehr riesengroßer Fehler. 6 Minuten hat es gedauert und schon haben wir das erste Tor. Nur ein Pace-Check. Er spielt den Pass zurück. Marc Bartra. Guerrero. Aubameyang.
Gute Idee, versucht den Doppelpass. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Aubameyang! Da ist der Torwart gut gemacht. Einwurf für den BVB. Guerrero. Er bekommt Hilfe. Die Flanke hat er. Schlechte Flanke. Gute Aktion. Jetzt vielleicht. Aubameyang einmal. Rode. Götze mit dem Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Das könnte jetzt gefährlich werden. Hand und er gibt den Freistoß. Ich denke, die Entscheidung geht in Ordnung. Wendell. Jetzt wird's gefährlich. Defensiv machen sie es gut. Dembélé. Gute Gelegenheit. Bender. Den hält er. Schön gehalten vom Eckball. Jetzt müssen die Dortmunder aufpassen. Da steht die Abwehr sicher. Und jetzt Götze mit dem Ball. Einwurf jetzt. Ganz schnell ausgeführter Einwurf. Götze. Flanke jetzt auf Aubameyang. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Baumgartlinger. Da trennt er ihn fair vom Ball. Jetzt Reus mit Zug zum Tor. Da geht er dazwischen. Gut in den Lauf gespielt. Lars Bender. Er versucht's mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Rode. Guerrero. Castro am Ball. Jetzt vielleicht der BVB. Defensive ist gut organisiert. Götze! So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für. Schießt er ihn rein. Dick wäre da toll. Stark vom Verteidiger. Dembélé. Rode. Da gewinnt er den Zweikampf. Schuss! Gut verteidigt hier. Und Chicharito. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Wird das seine Torchance? Volland! Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ja, die Defensive passt mir noch nicht so ganz. Guerrero. Rode. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Jetzt Volland. Jetzt Lars Bender. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Brandt. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Über Reus könnte was gehen.
Sie sind geduldig und warten auf die Lücke bei Rode. Nun Vorland. Baumgartling. Und Vorland. Bürki. Sauber vom Ball getrennt hier. Brandt. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zu Recht die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren. Diese Verwarnung geht in Ordnung. Klasse gespielt. Volland! Ecke Leverkusen. Und da verlieren sie den Ball. Knappe Pause. Ball rollt wieder. Dortmund mit dem Anstoß zur zweiten Hälfte. Piszczek. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Bender. Wendell. Und nun Castro. Rode. Jetzt Chicharito. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Der Ball kam gar nicht so schlecht, aber sie können trotzdem klären. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für Bayer Leverkusen. Dann geht es auswärts gegen Werder Bremen. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn Sie ebenfalls mit dabei wären. Und jetzt ein Freistoß gegen Bayer 04. Das könnte gefährlich werden. Rode. Jetzt schießt er. Souverän gemacht vom Torwart. Leverkusen bekommt den Freistoß. Rode. Marco Reus. Das könnte eine Gelegenheit werden. Zuspiel auf den Flügel für Götze. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Jetzt wissen wir, mit wem es der BVB als nächstes zu tun bekommt. Ja, es geht gegen die Hertha im nächsten Spiel in der Bundesliga. Nicht unbedingt ein Angstgegner, würde ich mal behaupten. Ihnen fehlt schön ein gehalten. Tor, aber jetzt Eckball. Er bekommt die Unterstützung. Nun Chicharito. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt müssen Sie aufpassen. Sehr gut aufgepasst. Und jetzt gibt es Einwurf. Den spielt er in den Lauf. Jetzt vielleicht. Da macht er ihn rein. Jetzt das Tor geht absolut in Ordnung. Sie bauen damit ihre Führung aus. Zweifellos verdient. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Dembélé. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Toprak holt den Ball. Klasse Aktion. Piszczek. Rode. Klares Foul. Freistoß entschieden gegen Leverkusen.
Der Schiedsrichter lässt sie und die Spieler nutzen das aus. Jetzt ist die Mauer doch ein Stück näher dran am Ball. Die Entfernung ist zu groß, so kann das nichts werden. Und keiner weiß, was er sich dabei gedacht hat. Und direkt zurückgespielt. Das macht er gut. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Das ist jetzt seine Chance. Er pfeift, Elfmeter. Es gibt die rote Karte, völlig vertretbar. Die einzige Option in dieser Situation. Da grätscht er voll in den Mann, riskante Aktion. Keine andere Option für den Referee. Und er macht den Elfer. So eine Chance lässt er sich natürlich nicht entgehen. Den Elfer hat er ganz souverän verwandelt. Marco Reus, überhaupt kein Problem. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Sehr aufmerksam. Die Flanke gut abgefangen. Und nun Castro. Ball bei Leverkusen. Und jetzt der Schuss. Tolle Aktion vom Torwart. Es gibt Ecke für Bayer 04. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Er zieht ab. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Nur ein Pisscheck. Dembélé. Es gibt hier Einwurf. Lars Bender jetzt. Jetzt Bellarabi. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Klasse Technik. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Er holt den Ball hier ganz stark. Es wird Zeit, sich auf die Defensive zu konzentrieren. Die Leverkusener stehen jetzt ganz tief. Man sieht hier ganz deutlich die neue Taktik. Tief stehen, den eigenen Strafraum abriegeln und hinten bloß nichts zulassen. Ich bin sehr gespannt. Ob das gut geht. Jetzt Bellarabi. Der Ball kommt. Die Flanke holt sich der Verteidiger. Dabei kam sie eigentlich gut rein. Und Aubameyang. Da trennt er ihn fair vom Ball. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt noch mal Unterstützung gefragt ist. Memedi, gute Aktion vom Keeper hier, hält den Ball und sein Team damit im Rennen. Ja, es bleibt bei einem Tor Rückstand und das ist natürlich aufholbar. Das könnte die Chance werden. Klasse Tackling, da kommt er an den Ball. Campbell. Memedi. Die Flagge kommt gut rein. Stark vom Abwehrspieler. Er kommt als Erster an den Ball. Wir sehen hier gerade die Ballbesitzstatistik eingeblendet, Buschi. Ja, ziemlich ausgeglichen und passt so im Großen und Ganzen auch zum Spielverlauf. Jetzt vielleicht. Das jawohl. Ist ganz stark. Bis zum Schluss immer dran. Und 2:2. Und hier nochmal der Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Damit hätte wirklich keiner mehr gerechnet. Die haben sich nie aufgegeben und belohnen sich dafür.
Das ist der Wahnsinn. Was für Comeback-Qualitäten. Jetzt haben sie ausgeglichen. Hilbert. Vielleicht jetzt mal Bayern 04. Jetzt müssen sie reagieren. Der Trainer nimmt auch gleich taktische Veränderungen vor. Lange Bälle nach vorne und auf den zweiten Ball hoffen. Das scheint nach der Mauertaktik der letzten Minuten die neue Marschrichtung zu sein. Mal sehen, ob das gut geht, ob sie sich einen Konter einfangen und noch ein Tor kassieren. Das ist jetzt eine Chance. Aubameyang. Christian Pulisic. Jawohl. Jetzt haben sie jawohl. Sie gehen hier in Führung und das kurz vor Schluss, ganz wichtig. In der Nachspielzeit zwei Tore und steht 3:2 für Dortmund. So muss das laufen, ja. Das hier könnte das entscheidende Tor heute gewesen sein. Wolf, so kurz vor Schluss kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das noch verspielen. Und das war eine ganz, ganz enge Partie. Jetzt ist das Spiel vorbei. Borussia Dortmund gewinnt diese... Machen wir wieder Dreh. So, spielen wir direkt das nächste Spiel gleich gegen den Hertha BSC. Gleich geht's rund. Wir begrüßen Sie heute aus dem Signal Iduna Park in Dortmund. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Und so tritt der BVB heute also an. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz. Und den Freistoß können Sie jetzt direkt versuchen. Da verkürzen sie den Abstand zum Schützen. Erlaubt ist das eigentlich nicht. Das macht der Schiri richtig. Er ermahnt die Spieler in der Mauer, nachdem sie sich Richtung Ball bewegt haben.
So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Fairer Einsatz hier. Da steht die Abwehr sicher. Ibišević. Treffsicher sind sie ja. Das wollen sie sicher auch heute vor den eigenen Fans zeigen. Und sie haben natürlich auch in dieser Partie beste Chancen. Gonzalo Castro jetzt. Er macht das Spiel schnell. Aubameyang schießt. Den Ball. Und er trifft. Und Tor. Mario Götze, ja klar. Ja, Mario Götze. Nachdem der Torwart pariert hat und dann geht er doch noch rein. Jetzt die Wiederholung vom Tor des BVB. Im zweiten Versuch machen sie hier das Tor. Geht doch gut los. 10 Minuten gespielt und wir haben das erste Tor gesehen. Den spielt er wieder zurück. Das könnte die Chance werden. Pekarik. Plattenhardt. Und er schießt. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Jetzt Piszczek. Dembele. Rode. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Plattenhardt. Pekarik. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Ibišević. Da senkt sich der Ball nicht rechtzeitig und geht übers Tor. Nun Piszczek. Ein guter langer Ball. Jetzt Marco Reus. Reus! Da geht er dazwischen. Freistoßentscheidung korrekt. Und nun Götze. Jetzt wird's gefährlich. Und er gewinnt den Zweikampf. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Klasse gespielt, guter Steilpass. Gut verteidigt hier. Scherbrett. Das wird Freistoß gegen den BVB geben. Er zeigt ja, gelbe Karte, Mark Bartra. Was? Und dann geht auch die Karte in Ordnung. Und nun Götze. Das macht er gut. Aubameyang. Aubameyang 2:0. Ein wunderschöner Treffer. So musst du den Ball erstmal treffen. Und da hat er es nicht mit Kraft versucht, sondern mit Präzision. Und er profitiert von seiner exzellenten Schusstechnik und setzt den Ball mit der Innenseite ins Netz. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Brooks. Scherbrett. Plattenhardt. Ein guter Doppelpass. Jetzt könnte es gefährlich werden. Wird Ibišević. Rode. Jetzt vielleicht der BVB. Und jetzt die Chance. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest.
Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotzdem, angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Sehen wir es mal positiv. Vielleicht sorgt der nasse Platz ja für zusätzliche Spannungsmomente. Gonzalo Castro jetzt. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Da kann er ihn stoppen. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Wird das seine Torchance? Das gibt Einwurf. Kalou. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Gonzalo Castro. Der Ball Castro mit dem 3:0. Es klingelt schon wieder. Also das könnte richtig schlimm werden. Ja, da muss der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unter die Räder kommt. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Plattenhardt. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Rode. Und wenn sie nicht auf... Ja, 3:0. In der Pause. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob sie weiterhin so dominant auftreten können. Stocker. Pekarik. Ball draußen, wird Einwurf geben. Und den Ball wirft er direkt ein. Und Reus. Scherbrett. Jetzt müssen sie aufpassen. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an. Und Sokratis. Rode. Plattenhardt. Kalou. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Klasse gespielt. Er schießt. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Reus. Götze. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Lustenberger. Ibišević. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Gute Idee, dieser Ball. Geht Ecke, gut geklärt. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Das macht er gut. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Das könnte gefährlich werden. Und er bringt den Ball rein. Da steht er gut und holt sich den Ball. Bald ist es soweit, die nächste Champions-Cup-Begegnung für Borussia Dortmund. Dann geht es auswärts. Reus zieht ab!
Da passt der Klasse auf. Jetzt gibt's gleich die Ecke. Super Aktion, gut geklärt. Gutes Tackling. Sokrates. Da geht er dazwischen. Wird das eine Torchance? Jetzt hätte er Anspielstationen. Da kommt der Schuss. Wichtig, den Ball hat er sicher. Reus. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da kann er ihn stoppen. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Die Gäste werden wechseln. Das gibt einen Einwurf. Kurz. Da sind Mitspieler frei. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Gefährliche Flanke. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt die Flanke. Sehr aufmerksam, die Flanke gut abgefangen. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Reus. Sieht so aus, als ließe der Regen so langsam nach. Und wir werden beobachten, wie sich das aufs Spiel... Da passt er auf. Jetzt wird's gefährlich. Und das Resultat reicht den Herthaern anscheinend. Stocker. Klasse Aktion. Super Kopfball, aber noch besser gehalten. Den Ball spielt er gut. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Da gewinnt er den Zweikampf. Pekarik. Oh, da geht er vorbei. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Und jetzt ein Schuss. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Aubameyang geht hier in die Offensive. Gonzalo Castro jetzt. Da kommt der Schuss. Der Ball rutscht ihm über den Spann und dann ist die Chance vorbei. Einen Moment nicht richtig aufgepasst und das wird auf nassem Rasen bestraft. Dembélé. Weigel. Jetzt vielleicht der BVB. Und klasse durchgesetzt. Gute Aktion, gut geklärt. Es gibt einen Einwurf für Borussia Dortmund. Auf den Rängen ist die Stimmung kalt, oder was meinst du, Buschi? Sehe ich auch so, Wolf. Da bekommt man Gänsehaut, Hühnerpelle, wenn man die hier singen hört. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Und er schießt. Und den Ball hält der Torhüter fest. Pekarik. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Gute Aktion. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Schirm. Und jetzt die Chance. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Wieder verhindert er den Gegentreffer. Ein ganz starker Auftritt. Niklas Stark. Geht er rein. Und nochmal Eckball. Jetzt ist er durch. Schuss. Klasse vom Torwart. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden.
Reus flankt. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Eine weitere Ecke. Dann zieht er ab. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Wieder Ecke. Mal sehen, was sie daraus machen. Aus und vorbei. Der BVB gewinnt diese Partie. Und das war's. Sie gewinnen diese Partie und dürften zufrieden sein. Auf jeden Fall, Wolf. Ordentliche Leistung. Verdient der Sieg. Weiter geht's. Deutlicher Sieg heute in dieser Partie. Sie haben heute wieder mal gezeigt, wie stark Sie vor allem in der Offensive sind. Er macht es. So, 12:30 Uhr. Bedarf Army. Ich werde jetzt den Livestream beenden. Ich ein bisschen Zeitdruck stehe. Das Video. Den ich dir jetzt hochlade. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Um nichts mehr zu verpassen, was das Thema FIFA 17 auf unserem Kanal anbelangt. Drückt auf Abonnieren, drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Sobald ein neues Video online kommt, werdet ihr benachrichtigt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und bis dann. PM61 Unti.